Gut, Barbie ist auch da. Ich will auch. Vor Marigot, direkt vor Marigot. So, eine komplette Sammlung an Gegnern. Er hat drin noch zusätzlich bei Sieg Raiders, Snow, Cutter, Brick, Privateer, Brick. Ja, nicht viel. Holt er Verstärkung? Bis jetzt noch nicht. Das kann Siegel er ja noch. Runterschießen, oder? Ja, versuchen. Ja, guck mal, die anderen bleiben draußen mit ihrer Constitution und so. Ja, noch, die werden bestimmt noch join. Guck mal mal. Ich stehe hier gerade noch draußen. Ach, das Kleinvieh, das merke ich gar nicht, wenn die auf mich schießen hier. Und da habe ich mich natürlich vertan bei der Auswahl der. Ist da jetzt nur Waffen drin? Bisher? Ja. Front habe ich auch noch völlig vergessen. Den Scheißdinger ramme ich alle kaputt hier. Egal. Ach, ist das eine Genugtuung, wenn die Ideen schon wegrennen. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, was sie noch in Machiko haben. Kann natürlich sein, dass sie jetzt nach Machiko reinfahren. Achtung, ist nicht die dicken. Ist noch was reingekommen? Ja, jetzt hat er auch Reinforcements geholt. Ja, Frigate Surprise, Frigate Constitution. Okay, dann join. Egal, wie es gibt der Ende momentan gegen Engländer. Sehr schön. Hoffentlich ärgert er sich jetzt. Scheiße, der dreht direkt vor mir rein und ich werde den wahrscheinlich rammen. Blöder NPC. Ach, da ist er hier wieder cool. Dann habe ich zu verdanken, wer das Spiel aber kriegt, aber konzentriert euch auf Wolf 13, dass der nicht abhaut. Die NPCs können wir nachher immer noch abschießen. Gut, dass er kann ja nicht nach hinten schießen. Naja, zerschießt ihm die Segel. Jupp, ich versuch's grad. Also ich häng dran mit meinen Frontchasern. Ich häng dran mit den Frontchasern. Ja, das Managen von TS-Trennung und Stream-Trennung ist doch aufwendig. Und wo ist Barbie? Ach, da vorne. der eingedeckt wurde. So. Gut aus. Aber auch geil, wie wir einfach gerade aneinander vorbeifahren. So, ich wollte gucken, was Barbie macht. Schießt dir weiter auf den Wolf. Ja. Und Ben, pass auf, hier links neben dir fährt noch einer. Ja, sehe ich. Unten rechts ist die Karte, ich sehe das. Komm, lad nach. Was ist denn mit Barbie los? Das streamt ja gar nicht. Nee, heute schon den ganzen Tag nicht. Wahrscheinlich wegen seiner Zuschauerzahlen. Zu peinlich mit einer Regatte oder was? Nee, na, vorgestern hat er noch über 30 Zuschauer gehabt und gestern mal bloß noch 16. Und ja, oh mein Gott, in den 30 waren 29 von uns. Ja, das kann schon sein. Ich wollte auch gerade meinen. Ich habe auch schon Streams gehabt, die ich vor leeren Zuschauerreihen gehalten habe. Das ist eigentlich bei mir, so muss ich ehrlich sagen, sogar recht regelmäßig, so dass ich mit meinem Nightbot alleine da hocke. Bei EVE Online ging es bei mir ganz gut, da habe ich so regelmäßig 30, 40 Zuschauer gehabt. Hallo Jakob. Moin moin. Hallo. Mal gucken, der wollte die Renommee dann nachher haben. War das gewesen? Ein Honigold. Ah, alles klar.
Ja, mir eben. Machen wir immer noch Segel bei ihm oder gehen wir schon in die Struktur? Struktur. Okay. Er ist bei 65% Segeln, der kommt nicht mehr weg. Also ich habe noch eine repariert? Volle Breitseite und. Willst du ihn dann eigentlich boarden? Gut, ich mach auch nochmal. Ach so. Hat er schon repariert einmal? Also, weiß nee, ich nicht, glaube nicht. Nee. Ich glaube, jetzt repariert er. Zumindest hört sich das so komisch an. Ja, der hat gerade Segel hochgezogen. Ich hau ihn noch mal rein. Ja. Ich glaube, die Hinternkanonen von mir hast du gerade gefressen. Ja, zwei Stück ist nicht so wild. Bin selber schuld. Ja, hier ist gerade eine komplette Meute. Das gibt's doch gar nicht. Genau wieder eine Welle rein. An Schweden unterwegs und jagt einen Russen. Ich glaube, ich stehe dir gerade im Weg. In welche Richtung soll ich weg, Stortebreaker? Im Moment stehst du mir eigentlich nicht im Weg. Okay, dann ist gut. Ich geh jetzt einmal links rum und dann komme ich hinter dir raus. Okay. Das war noch. Es Kettenkugeln gehen ja sonst wohin und in der Segel. Der ist wieder bei 85 Segel. Ach, ist das schön. Hängt der gerade in dir drin oder was ist das? Nee. Das ist strange manchmal. So, jetzt habe ich mich endlich hier durch den Tross durchgekämpft. Hast du auf deiner Surprise vorne Karolinen drauf? Nee, ich habe überall Longguns drin. Die sind aber so, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Die sind so scheinbar Kleinkaliber, dass die keine Entfernung haben. Bin auch selber gerade überrascht. Komisch aus, also die schießen wie Karonaden. Karonaden, ohne B. Karonaden sind Koteletts. Koteletts. Könnte auch Carbonara gehen. Was? Carbonara sind, ist wieder was anderes. Ja. Das hört sich manchmal an, als würden sie mich in mein eigenes Schiff treffen. Dinger.
Richtig cool ist, wenn du neben einem Gegner stehst, die Dinger breiten ab und fallen zurück auf dein Schiff. Dann schießt du auf dich selber. Das ist mir die letzten Tage mit der Renommee so oft passiert, das glaubst du gar nicht. Du gibst dir eine volle Breitseite und die Hälfte der Kugeln fliegt im hohen Bogen auf dein Deck von oben drauf. Ballistisch. Er rammt mich. Er will dich mitnehmen noch. Ja, aber ich habe nicht mein Leck bekommen. Ich vermute mal, dass er eigentlich ganz gut was von der Schnauze wegkriegen sollte. Ja, er will selber ein Leck kriegen. Weil er Angst hat, dass wir ihn jetzt entern. Was wir ja auch machen. Ja. Wow. Das, was pass auf, du die Segel doch rausnimmst. Bei dir rein. Dreh weg bitte, nicht auf mich zu. Oh, Fidus, Divus. Halt da ran. Segel weg. Er schiebt mich doch, ich kann da nichts machen. Ja, dann fährt er jetzt gegen mich. Nee, so. Du fährst in mich rein auch noch. Nein, was macht ihr denn dafür ein Gangbang? Jetzt hat er sein Fußbein verloren, ist doch gut, alle. Ah, schön. Ist ja nicht, wie er der Trinko wegschieben will, aber ich wünsche ihm viel Spaß dabei. Dann wird's jetzt Zeit, dann müssen wir auf Grapes wechseln und Ich bin schon auf Grape, ich habe auch schon das erste Mal reingegraped. Ist wer auf Boarding und kann drauf? Nee, Boarding muss ich abbrechen, um mein Loch hier zu stoppen. Aber er kann ja nicht weg, großartig, wo soll er hin? Naja, rechts an dir vorbei. Ah, naja, dann. Fährt er halt noch 20 Meter weiter, ich muss wohl erstmal Boarding drücken und alles. Natürlich. Störteberger, ziehst du gerade durch? Ich am stehen bleiben gerade. Okay, dann dreh ich wieder über Backbord. Okay. Versuche ich einfach rechts rum zu. Ja. Passen, ne? Ja. Weil ich wollte eigentlich hinter den beiden durch, aber. Ja, ich wollte jetzt wieder, genau. Oh, der liegt jetzt ganz tief im Wasser. Ja, der will jetzt absaugen. Der wird absaugen, den kriegst du nicht mehr rechtzeitig. Dafür hat er zu viel Kuh. Deine Snow ist übrigens gesunken. Fuck! Warum hat mir denn keiner gesagt, dass ich meine Snow rausschicken soll? Wieso hast du deine Snow denn nicht rausgeschickt? Sag doch mal. Ich habe jetzt 60 Preparation. Wenn ich jetzt da genug rankomme, kann ich ihn boarden. Aber ich glaube, der säuft vorher ab. Ja, der säuft ab und weg ist er. Oder? Nee, noch ist er. Jetzt will er mich noch ist er da. Jetzt kommen die ganzen NPCs. Das ist so schön. Machen wir die jetzt noch kaputt. Ich sehe hier Makrian mit einer Belpool vorm Gefecht. Ja. War etwas zu spät. Bist du in der Gruppe drin? Ist die voll? Nee, ich bin alleine. Ich will keiner. Unsere Gruppe ist halt voll, also wir müssen so oder so eine zweite. Ich bin eh alleine außerhalb. Also er zählt immer noch als live. Das ist ja geil. Er ist noch am Leben. Ja, aber dabei sitzt der doch schon ein bisschen tief im Wasser, ne? Ja, der ist so. Wir gerne zusammen machen, da eine Gruppe. Auch gerne noch. Wo ist denn das Match jetzt? Dann könnte ich ja schon mal hinfahren. Direkt vor Marico. Vor Marico, ja. Muss aufpassen, es sind noch mehr denen gewesen. Ja. Wir können hier jetzt nicht raus, um zu helfen. Ulf, wie machst du eigentlich mit Trading? Mit nur einer Stadt? Mit Free Towns. Ich fahre immer runter nach Trinidad, um meine Ressourcen zu holen. Ach echt? Ja. Also ich kennst du dich da unten bei den Häfen schon ganz gut aus, oder was? Ja, Cano Macareo, das ist dort so mein Haupthafen. Bist du jetzt in Gustave, jetzt. Jakob? Du fackelst, ne? Nee, ich bin hier vor Marigold, aber Marigold ist am Brennen, ja. Honey brennt, du deine Renovee abholen, oder was? Nee, du hast mir keine gegeben. Du hast bei mir immer eine gewechselt, ne? Aber ich hätte vielleicht eventuell noch ein bisschen Ressourcen für dich. Nehmen wir an, 4 Frame Parts könntest du brauchen, 90 Stück. Ja. Mhm.
Ja, notfalls machen, müssen wir das dann morgen machen. Kriegen wir hin. Morgen ist eh der Vibe. Dann ja, morgen ist Freitag, ne? Könnte durchaus möglich sein. Das wäre sinnvoll vom Wochenende. Es, ja. Also ich hab das gehört, dass es vor dem Wochenende sein soll, aber... Der zählt war, immer noch als lebend. Der zählt so lange als lebend, wie das Boarding funktioniert und dann... Ah, okay. Säuft er ab. Während dem Boarding wird er nicht in den Tod geschickt. Obwohl er eigentlich untergegangen ist. Ach so, weil die anderen auf dich schießen. Deswegen fängst du Feuer. Ja, okay. Andoriak, ja, sorry, ich hab grad deine Frage verpasst. Ja, es gibt Streumunition, nennt sich Grape, das ist Traubenmunition sozusagen. Wer ist hier so dicht an mir vorbeigekachelt gerade? Ich? Feind, Foxy McLaglen. Das ist eine Surprise, auf der ich drauf rumhänge. Hätte ich ja schießen sollen, hä? Hättest du können. Im Boarding, oder nicht? Nee, ich bin nicht im Boarding. So. Ja, dann. Warum hast du nicht geschossen? Ist das für einer von euch? Es war zu dicht drin, um den Namen zu lesen. Und ich wollte keinen eigenen beschießen. Sehr löblich. Hätte er dann jetzt eigentlich nach dem Boarding, wenn das erfolgreich war, jetzt gecaptured oder dann trotzdem als gesunken, weil er so tief liegt? So. Er ist gecaptured und sinkt dann sofort und ist dann weg. Sein, oder? Also, der wird als captured angezeigt, ja. Aber ich glaube, der gilt als Kill halt ganz normal. Er hat heute keinen guten Tag auf jeden Fall. Nee. Hier er ist schon die keine zweite, gute die Woche, sagen wir mal so. Hier kommt noch Captain Pinings Rache. Ja. Gibt's noch irgendeinen Hafen, den wir heute vielleicht machen könnten? Lade ich mal mit ein. Boah. Ist aber langsam echt eng, ey. Achso, Wolf ist durch? Nee. Ich noch nicht, 13 Mann hat er noch. Ach, da hinten seid ihr. Aber ich hab keine Preparation-Punkte mehr. Ich muss jetzt warten, 9er. Hätte ja nicht gedacht, dass es das nochmal vor dem Wipe passiert, dass ihr hier auch ein bisschen Spaß haben könnt. Also ich drehe über Steuerbord, ne, Störtebecker? Ja, oh. Ich versuche hier ein bisschen auf der Stelle zu drehen, wenn ihr nehmt. Okay. Ich hab nur gerade, der will doch in mich reinfahren hier. Ah, ich drücke vorher noch ein Fahrzeug. Vielleicht zeugt er vorher. Echt? Nein, ich schaff's hier nicht rum. Scheiße. Nee, aber, na, nichts verloren. Ist ja nicht viel passiert. Nö, deswegen. Ich kuschel mich jetzt mal an dich und fahr dann in die andere Richtung weiter. Genau. Drück dem, der bringt da noch was rein und dann ist gut. Nimm die Konzentration. War so langsam, das hat ja, ist ja echt an nichts passiert. Ich hab nichts nee. Verloren. Ich hab... Ich geh dann mal wieder, ne? Ja, ich dreh mich dann auch mal zu konzentrieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die NPCs manchmal gar nicht schießen, obwohl sie es könnten. Ja, das ist immer eine schöne Handytasche. Was für ein... Ah, Kiezdog.
gerade alles abgeprallt ist. Und jetzt wird's langsam lächerlich. Die Zmiets war ja noch okay. So, was ist denn jetzt hier? Bei mir hakt's gerade. Über so einen Wrack kann man rüberfahren, ohne dass irgendwas passiert, oder? Nee. Nur wenn es tief genug im Wasser ist. Solange die Masten noch rausgucken, bleibst du drin hängen und machst dir Löcher. Hey, ich habe letztens in einem Port-Battle bin ich über brennende... Bei einem Port-Battle bin ich über brennende Masten drüber gefahren, hab selber Feuer gefangen. Also aufpassen mit den Dingern. Glückwunsch. Barbecue. Krass. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich war auch etwas überrascht, aber ja, macht Sinn. Na, ich glaube, Wolf 13 kriegt langsam schlechte Laune. Wahrscheinlich. Können die mir mal einen Platz bei den Schwänen anbieten? Wenn er gebrochen hat auf die Russen, dann muss er sagen. Nee, aber wir brauchen doch nur gute Spieler, da können wir mit dem nichts anfangen. Halt. Jetzt werden die Neuen aber ganz viel vermessen. Du brauchst doch Kanone, Bruder. So neu bin ich ja gar nicht. Nee, das stimmt. Och Kinder, wir wollen doch Gegner und keine Opfer. Alter, ach so, du willst Gegner? Eigentlich. Ich nehme auch Opfer, wenn es sein muss. Oh, schön. Wir haben uns wochenlang hoch, bloß als Opfer gesehen hier. Was hat er denn davor verloren? Jetzt in dem Geschäft davor? Victory vorhin verloren. Ach, echt? Oh. Okay. Gestern habe ich ihn gesehen, da ist er mit dem Basic Cutter nach Hause gesegelt. Vom Kimmel. Ach, gestern auch schon, ne? Ja, ja. Gerade eng. Ich glaube, das ist wirklich nicht der in ihre Woche. So, mal ein paar NPCs? Pass auf, Benike. Ja, ich weiß nur nicht, wo ich hin soll. Rechts vorne stört weg, rechts. Achso, ich bin ganz langsam, segel einfach durch. Ich dürfte eigentlich nicht ins Gehege kommen. Ich habe zwei Knoten gerade. Ja, gut, super, dann passt das. Ja, das ist jetzt wieder so. Das wird knapp. Nein, nee, das ja nichts. Ich muss. Das geht. Ich sag ja, das geht. Also ein bisschen segeln üben hier. Ja, oh, ich seh's schon. Punktmanöver. Einfädeln mit Constitutions. Die Consti ist noch genau. Sind und eine Privatäre. Die müsst ihr schnappen. Ich glaube, da schieße ich voll vorbei. Könnt jetzt rüberfahren über den, aber nee, da mach ich mir alles kaputt. Das fliegt nicht. Kann's auch mal so bald im Arsch hier. Also wenn der einmal gut zu mir steht, das wäre jetzt so der Fall. Nee, oder? Ich ein bisschen Glück habe beim Zielen. Dann kriegt er richtig Schaden rein. Ja, nee, das war zu kurz. Mist. Kontraproduktiv, dass du da voll vor ihm stehst. Wer ich? Nee, Benecke. Ah. Ja, ja, ich bin ja gleich vorbei. Jasmin Peak, ist der am Absaufen da vorne? Nein, der müsste noch sehr frisch sein. Nö, der ist nicht. Nee, der ist fast am Absaufen. Nee, die Surprise ist fast durch. Ich habe von meinem Schiff habe ich die komplette Seite weggeschossen. Was macht der NPC da? Der will kuscheln. Ich will nicht kuscheln. Wer ist denn? Einfach mal weiter. Oh, Hornigold hat es ja ganz gut erwischt hier. Ja, na, alle beim Born passiert. Ja, klar. Die sind ja alle auf seiner Seite durchgezogen. Ja, schieße ich jetzt auf die Constitution oder versenke ich erstmal mit Piquet hier? Was mag ich jetzt? Ich fahr erstmal den Piquet hier raus. Ja. Nehme mir auf den Sack. Hey, der ist sowieso schon durch, aber. Ja, solange der auf mich schießt, ist er noch nicht durch. Wir könnten natürlich jetzt auch ganz knapp die Privatäre an mir vorbeifahren lassen und der dann schön eine draufgeben. Aber wenige hält die Constitution gerade gut auf. Auch. Guck mal. Kriegen sie jetzt richtig Schiss in meinem Kopf. Jetzt kommen sie nicht raus. Oh. Das ist ja doof. So. Die sind eh nicht da. Das war ein Einzelner. Die, ein Einzelner. Ja, die anderen sind gerade gegen die Engländer-Felder gegangen.
Nee, da waren noch drei andere. Ja, die waren. Jetzt kommt sie an. Waren. Ach so. Gar nicht mehr in der Gegend. Jetzt wäre die Zeit, Portbattle zu machen. Ja, das ist auch schon spät für die, ne? Ist jetzt 12 bei denen. Die sehen sich gesagt haben, scheiße, jetzt werden wir zugekämpft, jetzt können wir auch auslocken. Ich mal von aus. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, steht jetzt ja nochmal so viel, wie schon hier sind, bei ihnen sind vorm Hafen. Wir sind mit Sandys unterwegs, soweit ich mitkriegt habe. Abi auch? Weiß ich nicht, auf den Namen habe ich nicht geachtet. Ich war vorhin bei den Dänen drin. Naja, okay. Also jedenfalls war Barbie war hier noch davor und noch so ein anderer. Den habe ich noch nicht so oft gelesen gelernt. Meinst Barbie? Ja, Barbie. Sorry. Ja, Philipp kann gerade nicht nachvollziehen, wieso ich das Spiel etwas mit I verglichen habe. Was? Ja, das kann schon nicht vergleichen. Jetzt im Ernst? Ja, er hat gerade, hä? Jetzt verwirrt ihn. Was hat das denn mit Eve zu tun vom Spiel? Es ist schon was komplett anderes, aber ja klar, aber ich sag mal so. Das Spielprinzip ist sehr ähnlich auf jeden Fall. Ja, klar. Man sitzt vor dem Computer, das ist schon mal vom Layout. Vom Layout her ist es schon das gleiche, da hast du schon recht. Ja, auch vom mit dem naja, Handeln bei Eve ist halt alles nicht sehr viel weiter. Nicht ganz mit der Tiefe bisher, aber das ist ja auch kein Wunder. Ne, was mich halt immer gestört hat, ist dieses, naja, halt die, das Kampfsystem halt immer nur mit Raketen, nur Ziel zu weisen. Genau, ne, nur Ziel zu weisen und dann Feuer drücken. War mir auch so ein bisschen zu, oh. Oder einfach die Drohne raus und gut. Ja, oder so, das, irgendwie, das hat mich irgendwie, das war nicht so mein Stil. Ja, einfach Drohnen raus und gut, es war eigentlich nur bei den, ja, ist eigentlich schon fast Exploit ausnutzen gewesen. Ja. Hm? Wieso? Bei dem Carrier? Da nutzt halt bei den Drohnen. Nee, das war, was er meint, sind die Sentry-Drohnen. Und wenn du einfach, du hast einfach 200 Schiffe genommen, Drohnenschiffe, hast da 1000 Drohnen rausgelegt und bei einer Fregatte auf Assist gesetzt, bei einer kleinen Fregatte. So, wenn irgendwas ins System gekommen ist, hat der den aufgeschaltet, einmal draufgeholzt und alle Drohnen haben gleichzeitig geschossen, bevor die Schlachtschiffe überhaupt aufschalten konnten. Mhm. Das ist definitiv nicht die Intention bei den Drohnen gewesen. Dann müssen sie es ändern und dann ist gut. Haben sie denn hier auch? Ja, aber solange es geht. Dann kommt ja noch was Kleines, aber was ist denn das? Privateer. Privateer. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da. Oh, jetzt brennt hier die Constitution nochmal zum Abschluss. War das jetzt mit dem offenen Feuer? Jetzt ist sie abgesoffen. Damit hat sich der Brand erledigt. So, wo ist dieses... Schade. Wer sieht überhaupt die Privateer? Ach, da hinten, nee. Wer sieht eigentlich die Privateer überhaupt? Ist neben mir, neben Benike. Benike, Orphidus, Divus. Ach, da ist dieses scheiß Ding. Aber auch doch bestimmt gleich eine Welle, sobald ich schießen kann. Pass auf, der macht uns jetzt richtig fertig, der Gute. Der kann mal, nicht richtig nerven. Wenn wir in das Match hier joinen, ist gerade eins aufgegangen. Schweden gegen die Dänen. Ah, das ist meins. 6. Das ist meins. Das ist nur ein Trade-Cut und Kleinkram. Also. Ja, wenn du ein bisschen Kleinkram abschießen willst, kannst du auch reinkommen. Ich wusste, dass da eine Welle kommt, das war sowas schon klar. Das war mit Einkündigung. Ja, aber richtig. Versenk das Ding, fahr da einfach drüber. Echt? Ja, das genau. Versuche ich gerade. Ich wollte auch gerade vorschlagen. Weil bei diesen kleinen Scheißdingern bist du schneller drüber gefahren, als es versenkt zu haben. Ist es.
Aber die drehen auch wieder schnell. Bremst, dann kommt er genau drüber, ja, perfekt. Ja, sieht gut aus. Ja. Gekippt. Ja. Jetzt ist er. Und. Ja. Sehr schön. Nur mal den Profi ranlassen. Dann genau. Klappt das. Gut gemacht. Profi durch. Gerne doch. Da weißt du ja, wie sich, da weißt du ja, wie sich der Privateer gefühlt hat, Taito, ne? Ja. Nee, also das mit dem, Umkippen, das habe ich perfekt raus, weil ich habe selber meinen eigenen Privateer bei dem versucht umgekippt. Ja, ich habe vor uns meine Belle Poulet bei einer Third Rate verloren bei der Aktion. Ja, aber das war umgekehrt. Ja, ich habe meine verloren. Vor Bug gefahren. Ja, gut.